Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zu einem weiteren Gothic Community React. Wir haben wieder eine ordentliche Stange an Videos am Start, so dass wir auch direkt reinstarten können. Doch vorher mein Hinweis an alle wieder. Alle Videos, die ich mir hier angucke, sind in der Videobeschreibung verlinkt. Bitte schaut selber auf den Kanälen auch nach. Lasst den Videos auch ein Like da. Abonniert die Kanäle, die ich mir hier angucke. Und supportet die Content Creator. Ganz, ganz wichtig. Apropos Support. Ich möchte einen Dank ausrichten an Ryanware, einem süddeutschen Entwicklerstudio, die aktuell am Spiel The Mere Incident arbeiten. Auch in 2022. Verfolgt gern die Entwicklung des Spiels. Das ist noch nicht draußen, aber schaut gern auf Twitter und vor allem auch auf YouTube bei den Jungs und Mädels vorbei. Und ja, macht euch gerne mal ein Bild von dem Spiel und wer weiß, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen etwas für euch. Gut, das erste Video, was ich mir heute anschauen werde, ist wieder von Gothic News Room und kam am 24.12.2021 raus, ist jetzt also schon knapp einen Monat alt, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier zumindest. 4 Minuten 20, ich bin gespannt, was wir heute bekommen werden. Ja, los geht's. Wirklich? Das darfst du keinem erzählen. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich nicht. Klassiker. Run. Kenne ich dich nicht irgendwo her? Schon möglich. Ich bin auf dem Weg zum Großbauern. So, so. Gefährlich siehst du mir ja nicht gerade aus. Das eine oder andere Biest habe ich schon erledigt. Ha! When you try your best, but you don't... Oh nein, ich hoffe, das ist keine lizenzierte Mucke. Das müssen wir kurz überspringen. Ja, wobei, 3 Sekunden, das wird ja wohl nicht so schlimm sein, oder? Klingt mir sehr nach Lizenzmucke. Du hast wahrscheinlich die Käfer auf den Feldern geplättet und ein paar Ratten aus ihren Löchern gejagt. Wir haben es hier mit Orks zu tun. Naja, und mit den dreckigen Stadtwachen. Meinst du echte Orks? Die großen? Ich meine... Moment. Das ist immer so... Oh, ich muss dann immer... Ich habe schon ultra leise gemacht. Ich habe mir schon fast gedacht, dass sowas passiert. Aber es ist trotzdem so laut, dass ich wahrscheinlich im Edit dann nochmal den ganzen Ton nochmal bearbeiten muss. Och nö. Nichts liegt mir ferner. Du Wurm! Du willst es wohl wissen, hä? Dann zeig mir nochmal, was du drauf hast, du Held! Das fühlt sich so an wie so eine Meme, also so eine Aneinanderreihung von allen möglichen Memes, die man so gefunden hat, hat man hier einfach reingeballert. Why are you running? Why are you running? Why are you running? So wirklich jedes Meme, was es so gibt, wurde hier eingebaut. Mein Name ist John Cena! Okay, das ist cool. Okay, das ist geil. Das ist geil mit den Köpfen. Oh Gott, Alter, ich habe so Angst, dass das Video wieder irgendwie gesperrt wird oder oder dass hier irgendwelche Verwarnungen kommen oder sonst was. Hallo, schönes Kind. Na? Ich habe dich gesehen und da dachte ich mir, ich muss dich un... Ich habe einen Freund. Zahl mir 1000 Goldstücke. Dann gehe ich mit dir. An einen ruhigen Ort. Wo die nächsten Stunden nur uns gehören. Wo du dich zurücklehnen kannst. Ah, ah.
Ich mach das im Edit dann lauter. Wir müssen schnell machen, bevor mein Vater etwas merkt. Zeig mir dein Stängel. Los, gib ihn mir. Yeah, boy. Ja, ich habe Sumpfkraut für dich. Ihr, nenn diesen grünen Novizen. Ein paar Sekunden später. Mann, ich kann mich nicht entscheiden, was ich mir kaufen soll. Lieber die Rolex Daytona in Massivgold mit dem grünen Ziffernblatt. Oder doch die Audemars Piguet Royal Oa Chronograph. Ich frag am besten, Elena. Warte mal, das ist aber... Das muss ich jetzt mal kurz recherchieren. Okay, ich habe mal kurz was recherchiert. Und zwar dachte ich jetzt kurz, dass dieser Teil hier, der Sound von Jorgensons Video Eine Nacht mit Nadia gesnackt wurde, ist aber nicht der Fall. Ah, habe ich nochmal kurz nachgegengeprüft, weil mir das kam mir sehr bekannt vor. Sechseinhalb Stunden später. Was war das? Das darf doch nicht wahr sein. Na warte, du Mistkerl. Das war's für dich, du Penner. Okay. Ich glaube, Ona würde den Krieg gegen die Stadt gewinnen. Deswegen Sound. Hello, darkness, my old friend. Lul war nur ein Traum. Lul war nur ein Traum. Hab ich ja nochmal Schwein gehabt. War schon so spät. Jetzt muss ich aber los. Sonst komme ich zu spät zu meiner Verabredung mit Elena. Ende der Episode. Also ich muss sagen, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Also der Sound ist halt... Also echt nicht optimal, muss ich sagen. Also vom Inhalt her so, es war ganz witzig, aber auch es ist der Sound war halt echt nicht optimal. Man muss unbedingt gucken, dass der Sound irgendwie angeglichener wird, dass man nicht jedes Mal lauter und leiser machen muss mitten im Video, auch mit den ganzen Meme-Soundeffekten und so weiter. Das muss alles leiser sein oder der Ingame-Sound muss lauter sein, eins von beiden. Also das muss ein bisschen angeglichen werden. Und was mir auch aufgefallen ist, es wurden super viele Memes verwendet oder irgendwelche Sachen wie das Snoop Dogg-Ding oder gut, das John Cena, das war ganz witzig, muss ich sagen, das hat mir gut gefallen, aber ein bisschen überproportioniert mit so Memes umgegangen, das war mir ein bisschen zu viel, muss ich sagen, das war ein bisschen too much, also vielleicht beim nächsten Mal einfach ein bisschen weniger dick auftragen und dann ist es auch, glaube ich, in einer guten Balance, aber ansonsten gutes Video. Kann man sonst kann man nichts Negatives sagen eigentlich. Ja, das zweite Video, was wir uns heute reinziehen werden, heißt, was geschah mit William? Gothic Skit. Ein Video vom guten Corinus Pictures, aka Windir. Ich würde sagen, los geht's. Endlich habe ich es geschafft, aus dem Banditenlager zu entkommen. Jetzt muss ich einen Weg aus diesem Sumpf finden, um das Lager der Piraten zu erreichen. Farim wird sich sicher schon fragen, wo ich bleibe. Was war das für ein Geräusch? Scheiße. Das ist eines von diesen Giftgasfliegenviechern. Nichts wie weg hier. Au! Du Drecksvieh! Das Mistvieh hat mich erwischt. Halb so wild. Ist ja nur ein kleiner Kratzer. Heilige Scheiße! Das ballert ja mal richtig hart, Alter. Let's go! Ich dreh komplett durch, Alter. Du kannst mir erzählen, was du willst. Diese Stadtbewohner haben doch alle einen Dachschaden. Geil. Sehr geil. Also, top-notch. Kann man nichts anderes sagen. Ja, und wie auch schon beim letzten Mal angekündigt, gibt's auch noch ein 16-Bars-Video hier von Lefty, Part 8. Ich bin sehr gespannt. Kam zu Neujahr raus, jetzt auch schon ein bisschen her. Ich würde sagen, gönnen wir uns. Los geht's. 16 Bars, Lefty am Start. Yo, hey du, neu hier, was? Mach dich mal nützlich. Und schlepp Wasser, du Spast.
ab auf die Felder, sonst versohl ich dir den Hintern. Oder es wird mein Schwert in deinem Blinddarm überwinden. Meine Reime sind fett, fett wie der Schwabbelarsch vom Reißloch. Ich prügel dich aufs Reisfeld. Eigentlich ist es ganz nice dort. Halt deine Fresse, wer hier muckt, wird gedisst. Oder ich verpasse dir einen Schließmuskelriss. Keiner puncht so hart wie ich, bin der König der Banditen. Ich durchlöcher dich, du Bitch, so wie hungrige Termiten. Leg dich nicht mit mir an, denn ich weiß, wo du wohnst. Du wirst aus dem Bett geprügelt, so wie Scheiger Sohn. Also sag mir, Junge, wer hat die aggressivsten Lines? Baba Lefty hat geliefert, weshalb du Bohnenstange weinst. Also pass auf, ich trau die Oversicken da. Du bist lächerlich, du Hund. Gommes Oberlippenbart. Oh Mann, ey, das ist so geil. Ich wünschte mir ein gesamtes Album, was so irgendwie eine Dreiviertelstunde geht von diesen Bars-Videos, von diesen 16 Bars-Videos. Das wäre so geil, wenn da irgendwie irgendwann mal genug Videos da zusammengekommen sind, dass man das wirklich mal auf Spotify packen kann oder sonst was. Das wäre genial. Also absolut mega geil. Es gibt auch mittlerweile schon das nächste 16 Bars-Videos mit Gerbrand, aber das gucken wir uns dann das nächste Mal an. Ja, jetzt kommt ein Video, das habe ich im Discord gesehen, das hat Study gepostet. Gothic Animation, Diego ist ein Meistertänzer. Das musste ich unbedingt mit reinnehmen, weil ich das so witzig fand. Was muss ich über das Tanzen wissen? Yeah. Mega geil. Diego hat einfach die sickesten Moves drauf, ey. Ja, yeah, Mann. Yeah. Geil. Sehr gut. Das ist ein kleines, aber feines Video. Wird nicht viel gesagt, aber finde ich trotzdem ultra witzig. Richtig gut gemacht. Jetzt kommen wir zum nächsten Video. KTV Crips 2 zur glitschigen Forelle Roomtour Found Footage. Das ist quasi so eine Art inoffizielle Fortsetzung von Corinnes Pictures KTV Crips, also Corinnes TV Crips. Ich weiß gar nicht, was das ausgeschrieben sein soll. Aber das ist hier von Halvors Netzknüpferei quasi eine eigene neue Version von Halvors zu Hause. Und da würde ich sagen, gucken wir es uns an. In Zusammenarbeit mit Halvors Netzknüpferei. Hey, kommen Sie rein. Ja, da, willkommen. Ich find's so geil, wie er einfach Halvor selber synchronisiert. Das ist so super lustig gemacht einfach. Ich hab nicht so früh mit Ihnen gerechnet. Sehen Sie sich ruhig um. Ey, dieser Blender-Shit, der ist immer so krass, ne? Also das ist so cool. Hier haben wir auch diesen Golem wieder, den wir schon in einem Video gesehen hatten. Vor 1-2 Folgen haben wir Gomez, Brille, einen Helm, so ein, ich weiß gar nicht, wer das hier ist, Arthur ist das hier, glaube ich. Hier diesen Goblin-Richter. Was ist das hier? Ach, das ist ein kleines Ulumulu hier wahrscheinlich, ne? Chili-Cheese-Nuggets. Ah, schon witzig. Die Bloodwinds Kopf auch noch, genau. Nein, nein, nicht anfassen. Das sind unersetzbare Einzelstücke, kommen Sie. Das ist so cool gemacht. Darf ich meine Mitbewohner vorstellen? Das ist Ariel und das ist Jim. Ja, mein Großer, schau mal, wen ich dir mitgebracht habe. Nur ein Spaß. Ariel hier haben mir die Fische mitgebracht. Ein wenig nutzlos, aber hübsch anzuschauen. Bis Fenia wiederkommt. Oh, wie traurig die guckt, ey. Dieser Teil des Hauses ist neu. Er ist noch ein wenig karg, aber das wird noch. Nun kommen wir zum Herzstück. Nach Ihnen. Keine Sorge, unten finden Sie Fackeln. Fütterungszeit, Jim. Dieses Bild dort im Hintergrund, das ist auch geil. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch. Das ist einfach geil gemacht. Also, das geht 1,5 Minuten das Video, aber ich wette, er hat daran mehrere Wochen dran gesessen. Ich weiß nicht, wie aufwendig so ein, also es ist, sowas mit Blender zu erstellen, so Animationen und so Sachen, aber könnt ihr ja gerne, falls ihr selber mit Blender arbeitet, schreibt es gerne mal in die Kommentare oder hier, Halvor, wenn du das gerade siehst, kannst du ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie lange du dafür gebraucht hast.
Finde ich super gut. Richtig gut gemacht. Ja, und was wäre ein Gothic Community React von mir, wenn nicht auch Videos von Jorgenson mit dabei wären? Und da haben wir auch wieder einige mittlerweile am Start, aber heute sehen wir uns zwei an. Das erste heißt, ich will hier nur sitzen, Gothic 2 vom 3.1. Und ich glaube, ohne es gesehen zu haben, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Loriot-Sketch ist. Und Leute, wenn ihr nicht wisst, wer Loriot ist, dann schämt euch. Loriot ist einer der besten deutschen Comedian, die es jemals gab. Leider schon tot. Kümmerliche Vorstellung. Ich bin so gespannt, wie er es umgesetzt hat jetzt. Lobart! Was? Was machst du da? Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nee. Überhaupt nichts? Nein, ich sitze hier. Du sitzt da? Ja. Aber irgendwas musst du doch machen. Nee. Denkst du über irgendwas nach? Nun, über nichts Besonderes. Es könnte ja nicht schaden, wenn du etwas spazieren gingst. Ich hole deinen Mantel. Nein, danke. Aber es ist zu kalt ohne Mantel. Ich gehe ja nicht spazieren. Aber eben wolltest du doch noch. Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe. Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst. Gut. Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest. Nein, schaden könnte es nicht. Was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen. Du kannst einen ja wahnsinnig machen. Ach. Erst willst du spazieren gehen. Dann wieder nicht. Dann soll ich deinen Mantel holen. Dann wieder nicht. Was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen. Und jetzt möchtest du plötzlich da sitzen? Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen. Sitzen? Ich möchte hier einfach sitzen und mich entspannen. Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du doch nicht dauernd auf mich einreden. Ich sag ja nichts mehr. Jetzt hättest du doch Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht. Ja. Liest du was? Im Moment nicht. Dann lies doch mal was. Nachher. Nachher vielleicht. Das ist so cool. Hol dir doch die Corinis Tageszeitung. Ich möchte erst noch ein bisschen hier sitzen. Soll ich sie dir holen? Nein, nein. Vielen Dank. Will der Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du könntest wohl selbst einmal aufstehen und dir die Zeitung holen. Ich möchte jetzt nicht lesen. Mal möchtest du lesen. Mal nicht. Was soll das? Ich möchte einfach nur hier sitzen. Du kannst aber doch tun, was dir Spaß macht. Aber das tue ich ja. Ja Mensch, aber dann quendel doch nicht dauernd so rum. Lobart? Bist du taub? Nee. Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du einfach nur da. Ich sitze hier doch, weil es mir eben Spaß macht. Mensch, sei doch nicht gleich so aggressiv. Hä? Ich bin doch nicht aggressiv. Und warum schreist du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an! Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und was haben wir jetzt? Und? Warum haben sie dich eingelocht? Ich habe gestern meine alte umgelegt. Jetzt ist endlich Ruhe und ich kann mich entspannen. Sehr, sehr geil umgesetzt. Finde ich richtig, richtig gut. Schaut euch den Originalclip auf jeden Fall dazu an von Loriot. Das ist super, super geil gemacht. Ja, und der letzte Clip, den wir uns heute reinziehen. Frohes neues Jahr, Gothic TTS, Gothic Shorts, auch von Jorgenson. Und ja, ist jetzt natürlich schon ein bisschen verspätet, ne, gebe ich zu. Aber nichtsdestotrotz, guter Content, gucken wir uns an. Gleich ist es soweit. Das Feuerwerk geht sofort los. Ja, Kyroka und die anderen Magier sind auf der kleinen Insel und ballern das Zeug gleich in die Luft. Nice, ich freue mich. Leute, es geht los. Ach ja, schon wieder ein Jahr rum. Hada. Hoffentlich wird's nächstes Jahr mal besser. Dieser verfluchte Corona nervt einfach nur noch. Du darfst den Glauben niemals verlieren. Und jetzt ist deine Bratwurst und sei ruhig. Oh, war diese Explosion nicht ein bisschen groß? Ach wieso, war doch geil. Sollen wir nicht mal lieber rüber und... War doch geil, Alter. Ach, gucken? Nein, wir sollten lieber mal anfangen zu saufen. Hat da gerade jemand saufen gesagt? Ich will ja nichts sagen, Leute, aber das ist mein Fachgebiet. Einen Experten dabei zu haben, ist immer von Vorteil.
Meine Rede. Meine Rede. Frohes Neues euch allen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil gemacht wieder. Ich finde es immer super, dass man so auch witzige Sketche innerhalb von einer Minute wirklich runterdrehen kann und es von Anfang bis Ende einfach witzig ist. Das ist eine Kunst. Ich glaube, ich habe das noch nicht so richtig drauf, aber ja, was ja nicht ist, kann ja noch werden. Und ja, liebe Leute, damit würde ich sagen, ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Nochmal ein großes Dankeschön an Rhineware fürs Sponsern dieses Videos. Und ja, an alle Content-Creator, die immer fleißig dabei sind, neuen Content rauszuballern. Und ja, damit dieses Format hier am Leben halten. Denn ohne euch gäbe es dieses Format nicht. Genau. Macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten React oder im nächsten Video wieder. Und ciao.